Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Scorched Earth Dossier. Heute wollen wir uns Thorny Dragon ansehen. Er ist ein Carnivore, also ein Fleischfresser, obwohl interessanterweise im Dossier Herbivore steht. Er ist vom Temperament aggressiv und ihr könnt ihn sowohl zähmen als auch reiten. Starke Überlebende nennen diese Kreatur stachelige Eidechse. Man glaubt, dass der nahste Verwandte der australische Dornteufel ist. Neben seinen gefährlichen Dornen hat sich Thorny Dragon als exzellentes Reittier für Fernkämpfe etabliert. Sein Fernangriff kann für Chaos in einem Kampf sorgen. Zudem sollte man einen geeigneten Sattel für Thorny Dragon haben, sich gut festschnallen und vorsichtig beim Auf- und Absteigen sein. Seine Dornen sind nicht mit seiner Haut verwachsen und können stattdessen entnommen werden, da sie nachwachsen. Dies bietet Thorny Dragon die Möglichkeit, diese Dornen mit einem Schweifschlag nach seinen Gegnern zu werfen und sich so selbst zu verteidigen. Hinzu kommt, dass diese Dornen mit einem tödlichen Gift getränkt sind. Kommen wir jetzt noch zu meiner persönlichen Meinung, was Thorny Dragon angeht. Und ich muss sagen, ich mag die Kreatur. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, Thorny Dragon war die erste Kreatur, die dieses mysteriöse Dossier bekommen hat, was ja, wie gesagt, ein Hinweis auf die Wüste war, etc. Und ich muss sagen, als ich damals sein Dossier das erste Mal gesehen habe, ich war total geflasht von dieser Kreatur und fand es so toll, dass sie ihn bringen. Und ich muss sagen, als ich dann Thorny Dragon das erste Mal im Spiel gesehen habe, da kam mir halt das Bild von dem Dossier im Kopf und irgendwie, muss ich sagen, habe ich ihn mir noch ein bisschen anders vorgestellt. Ich mag sein Design, so wie es jetzt ist, und ich bin auch froh und glücklich, dass diese Kreatur in Scorched Earth existiert. Vor allem halt wirklich da mit seinem Schweifschlag, mit dem Fernangriff, finde ich auch eine super Attacke. Aber ich weiß nicht, irgendwie hatte ich mir noch so... Ich hatte ihn mir anders vorgestellt, tatsächlich. Ich kann jetzt nicht sagen, zum Beispiel, das und das hatte ich mir jetzt noch gewünscht an ihm. Aber wenn ich halt jetzt wirklich so das Bild vom Dossier zusammenbringe und dann halt im Spiel, da habe ich mir irgendwie noch ein bisschen anders vorgestellt. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie jetzt, aber... Ja, wenn man zum Beispiel das Bild von Jabua vergleicht, vom Dossier hin zum Spiel, dann schlägt das Aussehen im Spiel das Bild vom Dossier um Längen. Also, und beim Thorny Dragon ist es halt für mich genau umgekehrt. Da mag ich das Bild vom Dossier lieber, als wenn er jetzt im Spiel ist. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz finde ich Thorny Dragon eine tolle Kreatur und hat durchaus seine Nutzen, wie gesagt, mit dem Fernangriff etc., ist in einem Kampf durchaus nie verkehrt.